So. Und einmal F5 drücken. Das konnte OBS wohl nicht ab mit gecrashtem Bildschirm da laufen. Servus. Oh, 20 Eier. Beiden. Soweit ganz gut. Gerade eben ist OBS anscheinend so hart gecrashed, dass der nichts mehr verarbeiten wollte. Aber jetzt läuft es hoffentlich wieder vernünftig. Super. Eben gerade waren wir 30 Sekunden. Hey, damit sind sie zum Mond geflogen, also das läuft. Also eben gerade waren wir zum Teil 20 Sekunden, ja, wenn nicht sogar 40 Sekunden hinterher, was echt übel ist. Lag bestimmt an dem Feuerwerk, was ich euch zeigen wollte. Oder hören lassen wollte. Nice. Java kostet Geld?
Du sprichst gerade von Minecraft, oder? Und nicht von der Software. Ich habe mich gerade gewundert, also, hä? Wieso nennt man denn nicht OpenJDK? Weil Java kostet, glaube ich, aktuell nur für Geschäftskunden etwas, aber nicht für Privatanwender. Ja, ich glaube, ich habe auch irgendwas bei 10 Euro bezahlt. Schade, dass man nicht sehen kann, seit wann das gekauft worden ist. Das wäre nochmal höchst interessant. Was zur Hölle? Ich hätte hier, also, ich hoffe, du hast sie einfach blockiert. Wo war denn mein Inseleingang? Es gab mal so ein Spam-Telefon. Oder Spam-AB, irgendwie sowas. Da konntest du einfach sowas hinleiten. Ich weiß aber nicht, ob der noch existiert. Der hat die dann den ganzen Tag mit Beleidigung vollgehauen. Das fand ich ganz lustig. Ja. Also alles, was bei mir nicht aus Deutschland kommt, wird instant eh blockiert. Also sobald ich das sehe. Und alles andere lasse ich erstmal durchklingeln und dann google ich die Telefonnummer. Nice, Glückwunsch. Da will ich auch, also nee, da bin ich schon, ich will auf Vibranium. Das eh, da gehe ich nicht ran, sondern ja. Und ich gehe auch,
ans Telefon nicht mehr mit Ja oder meinem Nachnamen oder ran, sondern einfach nur mit Hallo. Ja. Das mit Selbstanzeige finde ich auch gut. Vor allem, ich finde die ja richtig nervig. Dann nutzen die ja noch das, was du am Telefon gesagt hast, um Online-Verträge zu verkaufen, weil du ja dem Ganzen irgendwie zugestimmt hast. Das finde ich noch schlimmer. Gestern geritten, heute mit Fritten, den finde ich gut. Also womit man natürlich auch rangehen kann, ist Interpol Germany. Das verstehen die meisten Leute auch. Ah, 5. Super. Ja, hey, mein Gott. Ich mag nur kein Sauerbraten, also gibt es aktuell überhaupt keine Gründe, einen derartigen Sauerbraten zu machen. Ja, da wird straight up aufgelegt. Also sowas mache ich dann gar nicht mit. Und wurde dann wahrscheinlich sauer gemacht, damit die Muskulatur ansatzweise angeätzt wird, damit du das auch noch essen kannst, oder? Das ist doch sonst sehr zäh, wie nichts Gutes. Was ernähren denn?
Und die Docks. Okay, heute gelernt, Zehenmuskulatur wurde im Sauerbraten durch Säure essbar gemacht. Und ich nutze den Complementary Reimaginated Shader. Reimaginate Shader, irgendwie so. Mit ein paar Custom Settings. So. Ah, sie arbeiten. Okay, so. Bitte, bitte. Was wollte ich jetzt tun? Die hier? Oder meinst du die? Die habe ich mit dem Bilder gebaut. Die hier habe ich mit dem Ritual gebaut. Und die habe ich auch mit dem Ritual gebaut. Ich habe nur unten was dran gepflanzt. Nur damit der Fischer hier was zu tun hat. Ja, nur das hier ist sehr enttäuschend, finde ich. Jetzt kann man die Kacke noch nicht mal mehr abbauen, oder? Wow. Hätte ich das mal vorher gewusst. Ich glaube, das wäre der einzige Grund, warum ich hier in dieser Welt in Creative nochmal wechseln würde. Ja und nein. Also, ich finde ihn gut. Er ist jetzt aber schon 4 oder 5 Jahre alt. Wurde halt zwischendurch ein bisschen geupgradet, aber da ist eine RTX 3080 drin, so. Das geht eigentlich. Dem Spiel sind gerade 17 GB Arbeitsspeicher zugeordnet. Das hält sich dann noch in Grenzen. Ach so, das ist nur die Beleuchtung, die hinten zurückstrahlt von so silbernen, wie heißt das gleich noch, Jalousien. Ja, ist ein Fenster, aber
So sieht das aktuell aus. Wenn das Licht aus ist. Jetzt werde ich von Aliens überfallen. Was wollte ich eigentlich machen? Noch besser ist eigentlich. Das. Ja, es funktioniert. Jetzt müsste sich eigentlich die Spiele-Performance um 70% erhöhen, weil hier ein RGB Color Loop ist. Ja, genau deswegen.
Ton. Ja, also, ich würde so lange online bleiben, bis ich bescheuert im Kopf werde. Also müde und bescheuert. Ja, da mal gucken. Aber so genau kann ich das leider noch nicht beziffern. Autor. Wieso hatte ich nicht ein Crafting Table dafür gemacht? Heute knapp 14 Stunden in Minecraft drin gewesen und effektiv habe ich irgendwie gar nichts gemacht. Ich hatte so viel vor und habe nur ein bisschen Botani-Preparation gemacht und zweite Form für Appellitos. Wieso stehst du nur AFK rum? Okay, dann gute Nacht, schlaf gut und bis die Tage auf jeden Fall. So. Hatte ich hier nicht eins? Haben die jetzt Quark kaputt gemacht? Oh, exakt. Es jetzt herstellen? Dark. Ja, okay. Ah, ich hatte schon Angst. Ciao! So, irgendwie keinen Bock gehabt, paar Serien geschaut und YouTube. Mit dem Update haben die so einiges kaputt gemacht. Dein Jetpack war weg. Ach, krass. Ja. Das sollte ja erstmal reichen, ne? Hab jetzt ein Jetpack ohne Funktion und neue Crafter gehen auch nicht, weil kein Rezept mehr verfügbar. Hab mir den Angel Ring gemacht. Es funktionieren keine Crafter mehr? Wegen den Chests, oder? Ach. Hä? Oder in deinen Crafter drin? Das ist nervig. Verdammt.
Och nö. Also. Gut. Können die nicht ausgetauscht werden? Okay, anderes Building Gadget. Building. Copy Paste Building. Chest habe ich einfach ein zweites Rezept gemacht, was die Quark-Chest zum Chest, genau, habe ich auch gemacht. Ging zum Glück, weil sonst hätte ich einen Anfall bekommen, wenn ich eine... Ja, das Gefühl kenne ich, das hatte ich nämlich gerade eben und ich dachte, ich muss wirklich alle Rezepte ändern. Zum Glück nicht. Thank you.
76. Okay, noch ein. Was? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Oh. Okay. So. Yep. Sollte mir mal wieder angewöhnen, einen Backup zu machen, bevor Update hat mir damit auf meine zweite TP-7 zerschossen, da die nach dem Update nicht mehr laden konnte. Oh, ja. Ich kenne den Struggle. Ich mache eigentlich auch immer direkt Backups, bevor ich sowas mache. Sicher ist sicher. Man weiß ja nie. Und wir alle kennen das AT-MT. Okay. Ender Pearl. Okay, super. Das wäre das. So.
das weg. Das. Config Tool. Der sollte da eigentlich keinen Zugriff haben. Wo ist das? Da war das. Sind da Items in der Pipeline? Da die rein. Hier hinten gelandet. Ich verstehe gerade nicht, wo der das verschwinden lässt. Thank you.
Wo wird das hin gespeichert? Wo wird denn das hier importiert? Ich bin Idiot. Es ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich sagen kann, ich bin müde und doof. Pipes.
Gute Nacht dir und bis die Tage und schönen Abend und so weiter. So, das läuft alles.
So. Okay, wie sieht es so aus? Item create, create, insert. Was hast du zu verkaufen? Nichts Interessantes. Oh. Erstmal die. Sollte jetzt auch funktionieren.
Okay. Create, extract, stack. Importer habe ich. Thank you.
Okay, das ist nervig. Funktioniert das mit den Liquids nicht? Anscheinend nicht. Verdammt. Funktioniert das jetzt? Ja, wir hatten es mal in der falschen Position. Okay, gut. A Draconic Dust. Sorry. Echo-Shards fehlen mir, okay. Echo.
und ich kann aus dem Nazarite-Upgrade gezogen werden. Okay, nice. Oder von einem Ward. Oder man kann einen Possess Ward stellen. Okay. Skubbies. Diggerby und Skook. Wieso habe ich eigentlich zwei Upgrades über? Keine Ahnung. Oh, ein Drachenkopf. Mehr. What the fuck? Müssen wir gleich gegen vorgehen. Ran müssen nur vergessen, einzeln muss er. Oh, Kacke. Aber ich denke mal, der wird da nicht so lange dran arbeiten müssen, oder? Wenn du die Factory davon hast, sollte der da ja relativ easy durchjieten. Thank you.
auf jeden Fall. Krass, es fehlt nur einer. Thank you.
So. Project E. Was war denn denn diese? Obsidian. Sollte ja ausreichend sein. Was fehlt mir denn hier? Drinks Mana Steel.
Mushroom. Geht der weit? Ja. Okay. Oh. Botania. Oh Gott. Wie macht man das denn? So, wie macht man das? Habe ich ein Buch? Botania. So, wie kriegt man jetzt eine Pure Daisy?
Ah, okay. Dann kann ich... Krieg ich eine Pure Daisy. So, und dann holen wir uns Living Rock und... rein weiter. Stone. Stone. Dark. Storage. Wie heißen die anderen denn? Deconstructor. 16 Stück. Thank you.
Au. Warum denn so viele? So, in der Spaß. Ist noch alles aktiv. Oh. Weil ich einmal den Dingsens gedreht hatte. So, weil ich 4 Bänke mit Autokraftern angelegt habe. Insgesamt 128 nukleare Assembler, jeder nimmt. Oh. Okay, krass. Also auf Deutsch, das ist ein Bittenbutton, ne? Thank you.
Cool. Also, Mana Steel. Everlasting Mana Pool. So, so all that we create can make the mana pool some so sort for all that we can create. So we can begin to create a new so that it okay. Aber ich habe was anderes gesehen. Habe ich alle Pflanzen? Oh ja. Mystische Flower Essence. What the hell? Hier so eine schon. Butter, ja. Verdammt. So.
Nice. Glückwunsch dazu. So, wie läuft das? Nice. Habe ich Bindinfang. Den nicht drehen? Sieht da jetzt was?
Was ist denn ein Mana Flux Field? Ja, ich werde es auch gleich zumachen. Bei mir fängt es schon an, dass ich wieder blöd werde. Nicht so recht weiß, was ich machen soll. Oh cool. Das funktioniert nicht mehr. Oh doch. Das Spiel zugemacht.
Ich habe diverse Seeds gebaut, die Fabrik in der Struktur aufgebaut, jetzt noch die Kingdoms Extruder umziehen. Neue Hammer, Siebe, neue Straße, alles für die Zukunft. Ach, die Mecha-Allies sind automatisch. Kannst du dir sparen, wenn du von Mist den Seed baust? Ja. Das ist eine sehr gute Idee. Ich sag ja, ich bin langsam. Ich schugge. Okay, und dann kann ich den Seed verwenden. Daraus kann ich die ganzen Sachen bauen. Und die könnte ich dann zerlegen. Das werde ich dann morgen machen. So, warum mache ich das Ganze eigentlich? Ich glaube wegen Project E. Weil ich 2 Mana-Stil brauche. Sind der Katalysator, das TNT. Okay. Dann kommt den noch eben. Der nächste Schritt ist dann das hier. Ja, Transmutation Table. Ja, und dann kann ich hier einfach nur rangehen und... mir die Sachen einfach rausholen, ne? Also alles, was einen EMC-Wert hat. Ja, aber nur die, die einen Wert haben, ne?
Dann machen wir doch mal einen Test. Stand hier nicht was? So. Add in a place one. Okay, right side. Sind das diese Project? Ich war der Hoffnung, dass ich hier irgendwie... Was kann ich denn mit dem EMZ? So. So. Wir tun Items. Okay. Das ist schon... Was bedeutet das hier? Muss ich irgendwie eine Verbindung herstellen oder so? Oh. Also die hier. Ja, ich werde mich auch machen. Also das... ja, ich bin hundsmüde. Und bin echt durch. Ja, nee, ich werde jetzt auch Feierabend machen. Haben ja hier gut was geschafft und dann geht's morgen. Ich denke mal erstmal wieder mit Dingenskirchen weiter. Oh, wie heißt das noch? Mit Soul Mask so ein bisschen und dann ein bisschen Minecraft. Also schönen Abend dir, gute Nacht. Euch anderen auch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Ich werde mich jetzt hier verabschieden.
und dann morgen weitermachen. Das war dann, oder ist dann doch schon ein wenig spät, 2:30. Das ist, ja, genau. Also, ich wünsche euch was. Schönen Abend euch. Schlaf gut und dann bis morgen. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.